Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. In diesem heutigen Video geht es um Druckpunkte, um genau zu sein Schmerzpunkte, die ab einem gewissen Druck oder Schlag ordentliche Schmerzen verursachen. Ausnahmen gibt es immer, zum Beispiel Leute unter Alkohol, Medikamenteneinfluss bzw. Leute, die Drogen konsumieren oder aber auch Leute, die eine höhere Muskelmasse haben. Das wären zum Beispiel die Ausnahmen. In diesem Sinne zeige ich euch 5 Schmerzpunkte, um dem Gegner Schmerzen oder zumindest Unbehagen zuzufügen. So, da passt. Legen wir los. Stellt euch vor, ihr steht immer ganz normal Kampfstellung, Hände oben, damit ihr schnell reagieren könnt, falls euer Gegner zuschlägt. Und jetzt steht er mir gegenüber. Ihr seid in der Kampfposition. Und jetzt greifen wir den ersten Schmerzpunkt an, den Bizeps. Der befindet sich hier in der Mitte, zwischen dem Unterarm und der Schulter. Ungefähr hier, wenn ihr in der Mitte seid, diesen Punkt müsst ihr angreifen. Und den könnt ihr entweder mit der Faust angreifen, ganz normal, oder halt, wenn ihr den Mittelfinger ein bisschen weiter rausstreckt, so mit dem Knochen hier, kann man den auch schön erwischen. Ja? Ganz einfach, er schlägt zu. Das erste, was ihr macht, ist immer blocken. Okay? Somit seid ihr auf der sicheren Seite. Zusätzlich könnt ihr rausgehen, das heißt noch einmal, er schlägt zu, block und ihr geht's raus. Und dann mit der zweiten Hand, noch einmal, schlag zu, geht's raus und schlägt auf den Bizeps drauf. Erster Schmerzpunkt. Was passiert? Der Gegner hat Schmerzen und er kann eventuell seinen rechten Bizeps nicht mehr gescheit benutzen. Ist mir passiert, sowas lernt man im Panantukan, schmutziges Boxen, auch bekannt. Also noch einmal, er schlägt zu, block und mit dem Faustknochen direkt in die Mitte des Bizeps schlagen. Schlag zu, boom, schlag zu, boom. Und einfach zu Hause üben. Genauso die andere Seite, er schlägt mit der linken Hand zu, mit der rechten Hand blocken, ihr geht's raus und mit der linken Hand schlägt ihr auf den Bizeps. Nochmal. Boom. Okay? Das war jetzt der erste Punkt. Mittlerer Bizeps. Zweiten. Kommen wir zum zweiten Punkt. Kehlkopf. Wie erwischt man den? Ganz einfach mit der flachen Hand, indem ich so zuschlage. Ja? Das sieht dann so aus. Das heißt, ich stelle mich hier dran. Block die Faust, komm hier raus, gleichzeitig, boom, und streck den Arm aus. Boom. Okay? Das heißt, er kommt mit der rechten Faust, ich blocke, komm raus und mit der Hand direkt auf den Kehlkopf rein. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Solar Plexus, dasselbe Spiel. Er schlägt zu, blocken und einfach mit der Faust den Solar Plexus treffen. Ja? Genau dasselbe Spiel mit der anderen Hand schlägt er zu, hier block, ich komm raus und mit der Faust dann rein. Gell? Schlägt zu. Boom und gleichzeitig rein Solarplexus. Das ist der dritte Punkt. Was passiert? Genau dasselbe Spiel. Atemnot. Je nachdem, wie stark man zuschlägt, kann ihm auch schlecht werden. Ohnmacht. Gut, der vierte Punkt. Die Nase. Die Nase ist ein sehr guter Punkt. Ganz selbe Spiel, er schlägt wieder mit der Faust zu, ich blocke und schlage direkt mit der Faust auf die Nase. Genau dasselbe kann man mit dem Handball machen. Ja? Er schlägt zu, boom, schlägt zu, boom. Richtig fest auf die Nase. Was passiert? Ihr könnt ihm die Nase brechen, er blutet, eventuell wird er zu Boden gehen mit Tränen im Gesicht und ihr könnt halt wegrennen. Gut, zum letzten Schmerzpunkt. Also wir haben jetzt 4 Schmerzpunkte durchgemacht. Den Bizeps, er schlägt zu, boom. Dann haben wir gehabt Solarplexus, er schlägt zu, boom. Dann haben wir gehabt Kehlkopf, er schlägt zu mit der flachen Hand direkt hier rein. Also legt die Faust hier, einfach da rein. Ihr könnt es auch gleich direkt angreifen. Hände oben, zack, kurz antäuschen, boom, boom, boom. Einfach zuschlagen. Dann vierter Punkt war... Was haben wir vierten Punkt? Rippen, also Bizeps, Nase, Solarplexus, Kehlkopf. Genau, die 4 Punkte haben wir jetzt durchgemacht. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich dem 5. Punkt. Und das sind die Rippen. Also zwischen den Rippen stellt euch vor, euer Gegner. Er wirkt euch so richtig fest. Also ich zeige es euch mal vor, warte ganz kurz. Was ihr einfach macht, also ihr kennt die Faust, ihr habt den Daumen hier draußen. Und diesmal habt ihr den Daumen auf euren Finger drauf. Ja, das sieht dann so aus. Beide Hände. Und er wirkt euch jetzt, und was ihr macht, mit beiden Händen einfach richtig fest in die Rippen rein. Okay, einfach da fest, boom, richtig zwischen die Rippen. Und er sollte dann vor Schmerz loslassen und sich auf die Rippen greifen und so, ah, ah,
Schreien und sowas lernt man zum Beispiel in Kung Fu. Zumindest habe ich das dort beigebracht bekommen und diese Technik funktioniert sehr gut. Zumindest wurde es der Trainer beim Freund ausprobiert hat, also das war eine sehr witzige Geschichte. Wie gesagt, noch einmal, er würgt mich und mit den beiden Fingern dann einfach direkt auf die Rippen drauf und Ende vom Gelände, ja. Gut, dasselbe Spiel haben wir jetzt. Dasselbe Spiel jetzt, stellt euch vor, er drückt euch jetzt gegen die Wand. Genauso, er packt euch und sagt, was ist mit euch jetzt, was ist mit dir? Und macht dasselbe, genau dasselbe Spiel. Seine Ellbogen sind, ja, warte, schau, drück nicht so, weißt du, die Ellbogen ein bisschen hier runter. Und also er stoßt euch jetzt gegen die Wand und sagt, Herz, was ist mit dir und was weiß ich was, ja. Genau dasselbe Spiel, auf die Rippen, boom, genauso auf die Nase könnt ihr zuschlagen oder auf den Solarplexus. Ja, Bizeps, ja, da würde ich mir vielleicht die Technik anwenden auf die Rippen und das sollte dann hinhauen, genauso mit dem Faustband auf die Nase und das sollte dann passen. Also das waren die 5 Schmerzpunkte in der Selbstverteidigung, die zu 99% funktionieren. Wie gesagt, die Ausnahmen habe ich euch schon erläutert und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr müsst es einfach zu Hause üben und beim Kehlkopf, wie gesagt, nicht jetzt direkt draufschlagen, da könnt ihr vielleicht auf die Brust draufschlagen, einfach dann hier so üben mit eurem Partner, nur so berühren und das war's. So Leute, zu guter Letzt möchte ich noch euch etwas vorstellen. Dieselben Techniken kann man genauso mit dieser einzigartigen, ultimativen Aerogun-Wasserflasche machen. Ja? Also hier seht ihr das Aerogun-Logo mit dem Slogan Break Your Limits. Und hier haben wir die Marke Aerogun mit einem richtig geilen Zeitmarker, was euch jedes Mal daran erinnert, wie viel ihr noch trinken müsst. Es ist 8 Uhr in der Früh, bis hierher 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr. Dann füllt ihr die Flasche wieder auf. Und dann 14 Uhr, 15, 16, 17, 18 Uhr, dann habt ihr eure 2 Liter am Tag. Nur so nebenbei erwähnt. Gut, dasselbe Spiel. Er schlägt zu, ihr blockt und schlägt mit der Flasche auf den Bizeps, genauso auf die Nase, genauso auf den Solarplexus. Oder von mir aus kann man auch auf die Rippen schlagen. Je nachdem, gell, also wer einen ordentlichen Bizeps hat, mehr Kraft in den Armen, da kann man wirklich ordentlich drauffahren, gell. Und letzter Punkt, was haben wir vergessen? Nase, Bizeps, genau, und auf die auf den Hals kann man genauso zuschlagen. Also selbe Prinzip mit dieser tollen Flasche hier. Wollte es nur mal so erwähnen. Danke!